Herzlich willkommen im neuen Videocast von Jottenland. Heute möchte ich euch zeigen, wie man defekte Öse in einer Jottenplane reparieren kann. Das ist eigentlich gar nicht weiter schwierig, diese Messingöse zu ersetzen, wenn man das richtige Werkzeug hat. Dazu braucht ihr erstmal einfach ein Brett als Unterlage. Das findet sich eigentlich schon überall. Und dann haben wir das eine Werkzeug, das ist ein Henkellocheisen. Das Henkellocheisen macht nichts anderes, als dass es in Stoff entsprechende Löcher stanzen kann. Das heißt, ich habe hier meine Plane, ich habe mein Henkellocheisen, ich setze es hier drauf. Und dann brauchen wir einmal ein schöner großer Hammer. Holzhammer ist ideal, dann macht man nicht viel kaputt. Einmal kräftig drauf geklopft und dann haben wir da das Loch im Stoff drin. Durch dieses Loch können wir dann die entsprechende Öse auch einsetzen, die Messingöse. Die besteht aus zwei Teilen. Das ist das Unterteil, was durch den Stoff durchgesteckt wird. Und ein Oberteil, was dann oben drauf gesetzt wird. Das Ganze kann man dann mit dem entsprechenden Werkzeug umbördeln und die Öse hält. Einfach nur mit dem Hammer geht es nicht, sondern ich brauche entsprechendes Bördelwerkzeug oder wie man hier sagen wird, die Ösenstanze. Ein Unterteil, in das genau diese Öse reinpasst. Da habe ich jetzt auch für eine 8 mm Öse brauche ich ein anderes Werkzeug wie für eine 16 mm Öse. Da kommt dann entsprechend die Öse, der Stoff und das Gegenstück von der Öse drauf. Und dann kommt der Stempel entsprechend, der diese Öse vorne umformt. Auch drauf, natürlich auch wieder passend vom Durchmesser auf die Öse ausgelegt. Und dann kann ich das Ganze wieder mit dem kräftigen oder vielleicht auch mal zwei Hammerschläge letztendlich dann zusammenpresse. Das zeigen wir euch jetzt dann noch in der Detailaufnahme. So, dann nehmen wir jetzt zuerst der Stoff, aus dem ja hier entsprechend wo man die Öse einsetzen wolle. Wie gesagt, ich nehme dieses Henkellocheisen, setze es auf den Stoff auf und mache einen beharrten Schlag drauf. Und schon sieht man da, der Stoff ist rausgestanzt. Ich habe also quasi hier ein Loch eingebracht. Als nächstes nehme ich die Ösenstanze, setze meine Öse auf, dann kommt der Stoff drüber, sieht man, dass der jetzt relativ plan passt, dadurch, dass wir das Loch 1 cm schmäler gestanzt haben. Und dann kommt hier das Gegenstück hier noch drauf. Entsprechend müssen wir gucken, dass die Öse auch plan da unten liegen bleibt. Setze unser Stempel auf und den halte ich gut fest. Und dann kräftige Schläge und dann ist die Öse auch schon eingestanzt. Das sieht man hier jetzt sauber, ordentlich der Stoff verbunden entsprechend. Und da kann man jetzt einfach auch mit entsprechenden Belastungen mit dieser Öse auch dran arbeiten. Und das war es auch schon. Man sieht, geht relativ sauber und korrekt das Ganze ab. Mit zwei, drei Hammerschläge ist das auch erledigt dann. Aber wichtig ist einfach noch als Detail, wenn ihr die Löcher in den Stoff stanzt, zum Beispiel bei einer 8 mm Öse, dann stanzt er mit einem 7 mm Henkellocheisen. Wenn ihr für eine 16 mm Öse eine 16 mm Öse einsetzt, dann arbeitet ihr mit einem 15 mm Henkellocheisen. Das hat den Hintergrund, dass wenn ich 1 mm weniger am Stoff rausstanzt, er sitzt einfach etwas presser dann auf dem Material drauf und er wird einfach kompakter von dem Ganzen, letztendlich dann kalte und eingepresst. Gut, wenn es euch gefallen hat, freuen wir uns auf Rückmeldung. Ansonsten einfach bis zum nächsten Mal im neuen Videocast von Jottenland.